So, meine Lieben, willkommen zu Let's Play Mini. Zum nächsten Let's Play Mini, wollen wir sagen, oder Let's Show. Ich würde es eher in die Let's Play Mini Spalte tun. Der Echsenkrieg. Ja, es ist eins meiner eigenen Spiele, die ich, das ich mal vor Urzeiten gemacht hatte. Ich weiß nicht mehr so genau, worum es da geht, was man da machen musste. Oder wie die Story war, besser gesagt. Es war mein erstes Epic Mega Erfolgsspiel, dementsprechend ist auch noch die Fähigkeiten in dem Spiel hier. Und ich werde nur sagen, gehen wir mal los. Ich weiß nur noch so grob die Story. Okay, Local Gasthaus. Ich muss dazu sagen, ich spiele es übrigens im Debug-Modus, weil ich es vom Epic Mega aus starte. Das ist für mich einfacher. Ah, hallo, gut, dass du gekommen bist. Ich möchte dir heute die Geschichte der Echsenkriege erzählen. Oh ja, erzähle, Onkel. Oh Gott, die Dialoge sind schon mal trashig. Gut, dass du dich noch viel Geschichte... Gut, dass du noch viel Geschichte... Was? Gut, dass... Hä? Was ist denn das für ein Scheißsatz? Der stammt aus meiner Feder, ja? Nun gut. Gut, dass du dich noch für Geschichte zu begeistern bist. Oh Gott. Gut, dass du noch für Geschichte zu begeistern bist. So rum. Also, alles in der, als ein Mensch namens Gorgoth oder Gorgoth einen schicksalshaften Auftrag bekam. Okay. Mal sehen, was ich hier finde. Wer bist du? Wer ich bin? Nun, viel wichtiger ist, dass ich einen Auftrag für dich habe, Gorgoth. Woher kennst du meinen Namen? Hör zu, du schleißt dich heute Nacht in das es abgehackt Schloss des Marquis, das ist übrigens Marquis, heißen das französische Wort für Graf, glaube ich, des Marquis Alastor und wirst ihn dort töten. Ich gebe dir danach so viel Gold, wie du willst. So viel Gold, wie ich will. Und das ist kein Scherz? Sicher nicht. Na gut, ich mach's. Wir sehen uns dann hier. Ich treffe dich dann um Mitternacht hier. Hier sind noch ein paar Truhen, die du plündern kannst. Wir sehen uns. Komischer Kerl. Okay, wir können ihn tatsächlich steuern. Und ich glaube, das Spiel hatte so dermaßen viele verdammte Skripts. Was habe ich damals mit Skripts vollgepumpt? Ja, hier zum Beispiel, das ist ein anderes, Dingsbums Item, wo die Schrift so verdammt klein ist. Heilkraut Gegenstand, ein kleines bitteres Kraut, was kleine Runden heilt. 250 Gesundheitspunkte als Mannerkraut. Und süß, wie schmeckendes Kraut, was magische Energien auffrascht. Und ein Apfel, ein roter, wohlschmeckender, was ein wohlschmeckender Apfel, der einen erfrischt. Oh, die Schrift ist so klein, verdammt. 10% Gesundheitspunkte. Was war das jetzt? Okay. Okay, da hatte den Skript irgendwo einen Fehler verursacht. Ich ändere jetzt die ganzen Items nicht um. Diese Schritte von oben nach unten, die sind, glaube ich, bei diesem Skript gewesen, damit ein neues Heil beginnt. Das sind jetzt ziemlich gequetscht gesehen. Jetzt kommt man mal hier. Was haben wir denn hier? Aha, Kakisi, Skill, Skills, Tiersystem, nach Heilungsskillen, zeige Heilfertigkeit, zeige offensive Magie, zeige offensive Skills, zeige unterstützende Magiefertigkeit. Ja, Stärke Plus hat auch Herr Gorgoth irgendwie am Anfang als einzigste Fertigkeit, das erhöht die Stärke. Und fügt den Zustand Stärke Plus. Dann haben wir die Ausrüstung. Ja, wie man sieht. Und wow. Das sieht nicht schlecht aus. Aber noch auf Englisch. Gut, das gehört eigentlich ein ganzes Menü dazu, glaube ich. Und wir haben ein Monsterlexikon. Das ist bestimmt auch noch interessant. Ich spreche mal wieder ab. So. Gut. Guck mal hier. Ein Heilkörper mit drin. Was haben wir hier drin? 500 Gold. Cool. Und es kommen Kämpfe. Mit Banditen. Autobattle. Schattentechnik. Ich glaube einfach mal an.
HP-Leiste sogar. Und bei uns, wir haben auch eine HP-Leiste. Obwohl, nein. Nichts Besonderes hier. Das Ganze ist hier. Echt nicht. Nichts Besonderes. So großartig. Okay. Komm. Plötzlich Erfahrung. Banditenrüstung. Banditenrüstung. Gorgauf ist nun Stufe 2. Es ging aber schnell. Mannerraut, Stufe 2. Okay, Monsterverzeichnis. Bandit. Sollen sich Erfahrung 0 Gold. Banditenrüstung. Heilkraut. Drop sogar hingeschrieben. Okay. Schwäche anfällig gegen Humanoide. Starten nichts. Fertigkeiten angreifen. Und Probekampf. Ja, das Ding hat mir schon immer gefallen, dass man es kommt. Oh Gott. Ich bin erkältet. Ja, was sollte ich jetzt eigentlich machen? Bei mir was angucken. Bringt nicht viel Geld ein. Ach, das ist so wie in Final Fantasy 12 das System mit den Schätzen da, die man verkaufen kann. Und wir haben eine Weltkarte. Low Carol Weltkarte. Was willst du von uns? Hey, für 300 Gold kann ich wieder das Schiff hier abkaufen. Hm, her damit. Ich brauche mein Geld. Her damit. Ah, gut. Hier ist das Schiff. Ich verschwinde da mal. Blub, weg ist er. Ich glaube, wir gehen erstmal ins Dorf hier, oder was das darstellen soll. Dorfruf. Komischer Name. Ah, hallo Reisender. Könntest du mir einen Gefallen erweisen? Ignis. Haaren dahinter, Ignis. Wenn Geld oder Waffen oder andere Belohnungen dabei rausspringen, dann schon. Natürlich werde ich dein Entgelt dafür bieten. Sagen wir, so 150 Goldstücke für Banditenrüstungen. Für 5 Banditenrüstungen. Hm, ein schlechtes Angebot. Ich mach das. Kein Interesse. Ich mach das. Ah, das ist gut. Komm wieder, wenn du 5 Stück davon hast. Und er redet nicht mehr mit uns, wenn wir keine 5 haben. Das ist ja toll. Wir haben momentan 2. Oh, was soll man denn da? Warum stellt er draußen eine Truhe rum? 50 Gold. Gold. Warum ist denn eine Maus in dem seinen Garten, was es darstellen soll? Garten. Hallo, ist das nicht ein wunderschöner Garten? Nein. Nope. Leider sind überall Ratten. Ich sehe nur eine. Könntet ihr mir helfen, sie zu vertreiben? Ja. Nein. Ja. Danke. Bossfight. Nee, normaler Kampf. 2 Ratten. Oh, wir sehen, wir machen schon weniger Schaden und das tut verdammt viel Schaden. Verdammt. Oh, das wird knapp. Sehr knapp. Verdammt. Heilkraut, verdammt. Zum Glück bin ich als erster dran. Ja, macht mir immer schön viel Schaden. Ja, ja. Mann. Stirb. Ach, gestorben. Noch einmal kann ich angreifen und dann heilen. Da sollte man auf dem Level, den wir essen und nicht gegen die Viecher antreten. Das wäre vorteilhaft. Aber nein. Das ist, wäre erledigt. Gorgor Versieger, 66 Erfahrung. Rattenschwein zweimal. Ah, vielen Dank. Jetzt kann ich in Ruhe wieder meine Blumen gießen. Hier, ein Heiltrank. Ein kleiner Heiltrank gehalten. Was macht der? Eine Flasche mit einer magischen Flüssigkeit. Strich von oben nach unten, welche Wunden verheilen lässt. Das weiß ich gar nicht, ob da 500 HP oder so. 300, 400. Das weiß ich auch nicht. Der Typ bleibt jetzt auch auf der Stelle stehen. Wir gehen mal ins Inn. Schilder hängen in der Luft, aber das auch darstellen, dass die bis in der Kante kleben. Okay, was hast du uns zu sagen? Nur 2 Gold die Nacht. Wollt ihr hier bleiben? Nein. Nope. Was hast du zu sagen? Ich habe hier einen Laden für Kräuter eingerichtet. Greift zu. Oh, die Stimme war jetzt kacke. Okay, ich glaube, ich sollte mir mal ein paar Gegengifte kaufen. Und auf jeden Fall wieder 2 Heilkräuter. Gut. Gut, gut. Was haben wir denn hier? Einen Waffenladen. Dann haben wir voll leeren Waffenladen. Willkommen, was darf es sein? Ein
Zwei Giftdolche bitte. Kann ich mir nicht leisten. Ich kaufe einen. Rüste den aus. Und werde den einfachen Dolch verkaufen, wenn wirklich genügend Geld haben, um mir einen zweiten Giftdolch zu kaufen. Ja. Ausrüsten und geht doch. Jetzt haben wir schon viel Stärke dafür bekommen. Und der Giftdolch kann Einwürfe kaufen. Ich glaube, ich sollte mal Zeugs verkaufen hier. Nee, wenn sie irgendwas nur brauche ich noch einen Schwanz. 50 Gold. So. Das wär's dann auch wieder. Jetzt gucken wir mal im Rüstungsladen vorbei. Und man kann hier übrigens rennen. Das habe ich hier ganz vergessen. Warum spiele ich eigentlich mit Tastatur nicht mit Controller? So. Ist viel bequemer. Na komm. Was darf ich dir anbieten? Nichts. Ja. Nichts. Du kannst mir nichts anbieten. Oh Gott. Was muss ich hier mit Steuerknüppel? Steuerknüppel mit Analogstick steuern. Genau. Ne, oh. Analog ausschalten. Ich würde sagen, ich level mal bis Level 3. Nur noch, na, ein Kampf, den können wir uns noch anschauen. Oh Gott, drei Banditen, das wird nicht sein. Obwohl, 82 Schaden und nicht vergiftet worden, sehr gut. Ich sterbe, scheiße. Nicht gut. Und wir haben wieder recht. 49. Wow, ist das viel. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Juhu. Spiel fortsetzen. Und lass mich raten, ich habe nicht abgespeichert. Oder? Habe ich abgespeichert? Yes, geht doch. Ich sollte mich jetzt also ein, bevor ich in den Kampf gehe. Also mal lieber hier schlafen. Wie viel geht da nicht 90? Okay, dann level ich jetzt auf, bis ich Level 3 bin. Bis gleich. Und yes, aufgelevelt. Gorgorf ist nun Stufe 3. Selbstheilung wurde gelernt. Selbstheilung. Sollte eigentlich schon selbst sagen, halt 300. Boah, ist das viel. Für den Level ist wirklich viel. So, guck mal, mit dem Schiff machen kann. Juhu, wir fahren über den See. Oh yeah, und wir legen hier an und wir gehen jetzt in den Turm rein. Sehen, was es da gibt. Ein Eis-Dungeon, ein Random-Dungeon mit Eissäulen. Ein Dungeon, den ich damals random mit dem Random-Generator erstellt habe, welche auch noch im Tutorial mal zeigen. Und zwei Banditen, bis gleich. Ich hätte die Kämpfe schneiden, die schon gesehen wurden, bis gleich. Okay, da bin ich wieder. Es ging schnell. Haben mit einem Schlag beide, oder mit zwei Schlägen beide einen Schlag umgebasht. Gift durch, sag mir nicht, ich hätte keinen zweiten kaufen müssen. Oh, das sieht mir nach Bossfight aus. Okay. Ich sollte mal hier abspeichern. Komm. Ah, ein Assassine. Leute, wir haben endlich mal wieder Besuch. Und ohne weitere Einleitung ein Bossfight. Banditenführer mit gelblicher Haut, der hat Gelbsucht. Und Banditenführer. Also weiß ich nicht, was der Unterschied zwischen einem Banditenführer und einem Banditenführer ist. Ich erledige erstmal den kleinen Schlag. Boah, 315 Schaden. Das war Critical Hit. Und ich glaube, ich hatte noch Erinnerung, dass der Typ Giftflaschen werfen konnte. Also war das eine ziemlich gute Entscheidung, da Sachen zu kaufen. Und ich muss mich heilen. Ja, muss das. Geht doch. Warum habe ich jetzt eigentlich ein Ding verbraucht, obwohl ich eigentlich hätte... ich muss mich heilen. Halt also den mehr Haken, als wenn ich, naja. Oh, jetzt werfen mich im Stehen.